Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem zweiten Projekt The Inner World. Wir sind stehen geblieben bei der Bar und nun würde ich sagen, reden wir doch einmal diese nette Dame dort Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Oh, der Arme. Naja, reden wir sie mal an. Hallo, leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Nein, Kieferbrecher? danke. Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Ja, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Ich dachte jetzt gerade wirklich, die gibt uns ein Büschel Haare. Das hätte mich extrem schockiert. Okay, fragen wir sie doch mal nach Laura. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Conroy. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Oh Mann. Dann fragen wir sie doch als erstes nach dem Windmönch. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten Sie? Haben Sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Kann Füßen. ich nicht nachvollziehen. Ob du es glaubst oder Eher nicht. nicht. Okay, dann glaube ich's nicht. Juhu, wir sind uns einmal einer Meinung. Das ist ja super. Okay, hat sie sonst noch was zu ihm zu sagen? Sitzt er denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Okay. Okay. Ich will sie darauf nicht ansprechen. Und warum hat das Ding Augen? Und Hände? Oh je. Oh je. Okay, ich tu's. Ich tu's. Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Eher nicht. Fragen wir sie doch mal nach dem Wulluf. Wulluf. Seltsamer Name. Oh, ein kleiner Wulluf. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Warum bloß? Okay, ich kann sie nicht mehr auf den Windmönch ansprechen. Damit gehe ich davon aus, dass wir fertig sind. Tschüss! Pass auf dich auf, Schätzchen. Und jetzt reden wir mal den Wulluf an. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Das ist doch kein Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Das ist weder ein Kanarienvogel noch ein Hund. Das sieht aus wie eine Mischung aus einem Koala
Und das sieht aus wie der Schwanz von einem Affen und das sieht aus wie kleine Hufe. Also nicht wie Krallen, sondern so. Auf jeden Fall kein Hund. Na, was bist du denn für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Oh, schade. Ich wollte ihn gerne mal ansprechen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal zu unserem netten Freund, den Windmönch, und ziehen ihn mal aus. Oh, der Mönch hat sich wirklich gehen lassen. Da hängt sogar ein Faden aus seiner Kutte. Conroy würde sich sowas nie erlauben. Los, zieh dran. Tu das, los, los. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Der Stuhl ist... Was wird das? Ach, nichts. Der Stuhl ist eingerostet. Ah ja, plötzlich kann man den Drehstuhl anwählen. Ob er dann abbricht, wenn man diesen Lavaströmer drauf schüttet? Also das ist jetzt die einzige Flüssigkeit, die wir hätten, um den Stuhl in irgendeiner Form zu ölen, in Anführungsstrichen. Deswegen bin ich jetzt direkt darauf gekommen. Schauen wir uns das erstmal an. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Vollkommen eingerostet. Okay, dann bin ich jetzt mal ganz böse und tu da diesen netten Cocktail drauf. Warum sollte ich das tun? Damit er nicht mehr eingerostet ist. Du Nase. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt dann hier, weil ich kann offensichtlich den Drehstuhl nicht anderweitig, also mit diesem Cocktail hier nicht machen. Und ich glaube, die Conroy-Handpuppe, vielleicht hilft die das? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Schade, ich habe gehofft, dass ich ihn vielleicht erschrecken könnte. Gut, was ist mit den bunten Flaschen? Kann man die nehmen? Ist da irgendwas Spannendes drin? Nicht doch. Das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Na gut, dann würde ich mal behaupten, sind wir wirklich fertig? Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier raus. Bar verlassen. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendetwas, damit wir diesen Stuhl wieder zum Schwingen bringen. Haha, hat sich gereimt, war aber voll nicht lustig. Gut. Mit dir rede ich nicht mehr. Oh mein Gott, du bist so gruselig, Kind. Ich will dich am liebsten gar nicht mehr sehen. Okay, mit dir brauche ich gar nicht reden, weil du hast ja hier... Oh, warte, deine Wiege kann man anwählen. Das ist ja spannend. Ich fasse es lieber nicht an. Babys hassen mich. Ach, Mist. Okay, gut. Dann würde ich mal behaupten, wir versuchen die Tür einzutreten. Diese Tür gehört jemandem. Ah, nein. Haben wir schon. Dann gehen wir jetzt mal zum Windbohnenplatz, weil... Entweder habe ich was übersehen oder wir kommen hier wirklich vorerst nicht weiter. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, theoretisch bräuchten wir Öl am allerbesten. Frage ist nur, wo kriegen wir das her? Oh Gott. Diese Arme machen mir Angst. Ja. Hallo? Meine Güte. Sind das Arme, die da aus dem Fenster hängen? Ich hoffe, derjenige, dem sie gehören, hängt noch dran. Da er sich bewegt, würde ich behaupten, dass die Arme noch an der Person hängen. Aber in diesem Spiel ist alles möglich, also will ich mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Hallo da oben, könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan. Freund? Glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Okay, warum kommt die Sprechblase hier raus, wenn hier doch theoretisch der Kopf sein müsste? Oder? Oder? Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Erzähl, ich hab Zeit. Ich war der berühmteste Schneider Asprosiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen.
Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Natürlich. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Asposien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte. Okay, gut. Warum hat der Typ dann solche Oberarme, wenn er ein Schneider ist? Und Narben. Das verwirrt mich gerade außerordentlich. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also, du bist Schneider. Ja. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Ah ja, okay. Warum habe ich die Befürchtung, dass wir ihm irgendwie Nähnadeln oder sowas bringen müssen? Wie kommt es denn, dass ihr Schneider geworden seid? Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Armen Ambosse werfen. Ach, du klingst schon wie meine lieben Eltern. Die wollten immer, dass ich Türsteher werde. Aber ich habe früh die Liebe zum Garn entdeckt. Dann habe ich heimlich unter der Decke gehäkelt. Von da aus war es kein weiter Weg mehr zu härterem Stoff. Mit 14 zum ersten Mal geklöppelt. Oh Gott. Was soll ich sagen? Mein Vater hat mich später mit Häkelnadeln erwischt und mich vor die Tür gesetzt. Oh. Dann habe ich eben ein paar Jahre auf der Straße gestrickt, bevor ein reicher Wollmagnat mich aufgelesen hat. Was für eine Geschichte. Das ist ja faszinierend. Ach, ich war ihm näher wie tausend andere. Der Wollmagnat hat mein Talent entdeckt und mich den richtigen Leuten vorgestellt. Dann ging's steil bergauf. Wow, toll, wie weit du es geschafft hast. Ja, jetzt bin ich hier. Tja, dumm gelaufen, würde ich behaupten. Ich finde es aber sehr lustig, dass gerade er darauf angesprochen hat, was ich mir gerade noch so gedacht habe, bezüglich dieser breiten Oberarme. Okay, dann reden wir nochmal auf dieses Leibchen an. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich herausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Ich hab Nein gesagt. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher, das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Oh, holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als noch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll es denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, das ich seit langer Zeit hatte. Das, ist wirklich tragisch. Aber um nochmal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Oh je, mini. Nadeln, Muster, Erdbeergarn. Fragen wir ihn doch erstmal nach den Nadeln. Immerhin können wir damit jemanden abstechen, wenn uns jemand auf die Nerven geht. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nenn mich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Altmodisch. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster... Und ich warte hier. Gut, hätte ich auch so vorgeschlagen. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Das Baby besteht nicht darauf, sondern seine Mutter. Die ich im Übrigen nicht leiden kann.
So, gut. Dann würde ich mal sagen... Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja, ja, bleib du mal hier. Würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal... Gehen jetzt mal da hoch. Oha. Ich glaube, das ist der Bewacher von ihm. Er sieht aber nicht sonderlich intelligent aus. Gut, schauen wir jetzt erstmal hinten um, was da hinten ist. Ein Syndomat, das ist ja spannend. Conroys Palast. Conroys Palast und mein Zuhause. Ich habe ihn wirklich noch nie von außen gesehen. Sieht ehrlich gesagt ziemlich abstoßend aus. Ein bisschen. Nee. Nee, Steuerung. Nee. Schlimm. Der sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Okay, gut. Dann schauen wir uns mal den Windbrunnen an. Der letzte aktive Windbrunnen von Asposien. Ich komme nicht dran. Schade. Und mal abgesehen davon merken die Leute es bestimmt, wenn ich ihn mitnehme. Ach, Quatsch. So, gucken wir uns mal die Anzeige. Die Anzeige steht auf 0. Das bedeutet unschuldig wie ein Neugeborenes. Aber die Skala reicht auch bis 100. Ich komme nicht dran. Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Klingt spannend. Will ich ausprobieren. Nenne deine Sünde. Keine Sünde, kleine Sünde. Oje. Also Robert ist ja das volle Unschuldslamm. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, keine Sünde. Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Nein. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Aber ich habe keinen Minzbonbon. Okay. Kann ich das blaue Ding dann nehmen? Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Geh einfach. Geh jetzt einfach. Danke. Nenne deine Sünde. Ha, cool. Ich habe ein Minzbonbon erhalten. Okay. Ich kann es nicht öffnen. Und was passiert, wenn ich sage, ich habe eine kleine Sünde? Nenne deine Sünde. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und büße. Ja, los, hau zu! Was? Na komm schon, du willst es doch auch. Ich habe einfach Dinge mitgenommen, ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach, das war auch immer Conroys Spitzname für mich. Oh, der arme Robert. Was gibt's denn noch so? Ich muss immer zu allem einen Kommentar abgeben. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, kleb dir eine Woche lang den Mund zu und büße. Na fein. Das mache ich aber lieber nächste Woche. Halte ich für einen guten Vorschlag. Okay, wollen wir den Automaten weiter nerven oder gehen wir jetzt mal die Wache nerven? Ich glaube, wir gehen mal die Wache nerven. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Halt den rein! Ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ja, ist okay. Ich kann es nicht mehr hören. Entschuldigung. So. Dieser Automat ist sehr belastend für meine Nerven. Gut. Ah, Lunchbox. Kann ich die nehmen? Schöne Lunchbox. Passt bestimmt gut in meine Sammlung der Gegenstände, die ich irgendwann mal gebrauchen kann. Das sehe ich als Hinweis und werde sie gerne mitnehmen. Ich kann's versuchen, aber ich... Das ist meine Lunchbox. Ich weiß, ich wollte nur dein... Die darfst du nicht haben. Ja, ich hab nur die... Meine Lunchbox, nicht deine Lunchbox. Schon gut, tut mir leid. Krieg dich ein. Ja, gut. Die herrschaftliche Brunnenwache. Die Elite Asposiens. Macht gerade Frühstückspause.
Wenn das die Elite ist, will ich nicht wissen, wie die Normalo-Wachen in Asposien sind. Hallo? Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Oh, ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Das ist ein Befehl von ganz oben. Hus, hus. Oh, wei, so viele Themen. Okay. Dann würde ich mal sagen, reden wir eben doch mal auf diesen seltsamen Automaten an. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Syndomat ist? Du scheinst ja wirklich nicht der Hellste zu sein. Was tut denn so ein Syndomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Ach, deswegen sitzt du. Verstehe. Ausblick. Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasposien gucken. Manchmal überlege ich mir, was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist, obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben. Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. Okay. Er verwirrt mich ein bisschen. Unser Blick ist auch sehr creepy. Er wirkt so erzürnt. Nur weil ich seine Lunchbox wegnehmen wollte? Ist aber nicht nett. Habt ihr keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und... Eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier, aber danke für den Tipp. Okay, Robert ist also wirklich ab und an zu sehr sinnvollen Schlussfolgerungen. Möglich. Also, das ist sehr spannend. Reden wir doch mal über Conroy. Weiß Conroy, dass du, Conroy? Wo? Ist der hier? Er ist nicht hier, oder? Nein, er ist nicht hier. Aber ich hätte da mal eine Frage. Ich bin offiziell nicht befugt, Fragen gestellt zu bekommen. Das heißt, ich darf dir nicht mal welche stellen? Aber wenn ich dich einfach frage und du reagierst, so wie eben, dann habe ich doch etwas gefragt, obwohl ich das nicht darf. Und das ist schon wieder eine Frage. Das ist vielleicht deine Meinung. Oh, wir haben ihn verwirrt. Okay, reden wir mal über ihn selbst. Was macht ihr hier? Ich halte Wache. Ach so? Was genau bewacht ihr denn? Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Klingt schrecklich. Wovor bewacht ihr den Brunnen denn? Auftrag von Conroy höchstpersönlich. Ich muss den Brunnen bewachen. Ja, das habt ihr eben, wovor? Ich bewache den Brunnen. Reinfallen ist übrigens verboten. Hab ich nicht vor. Ist da schon mal jemand reingefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir hingegen schon. Okay, gut. Erzählst du uns jetzt noch irgendwas sehr Wichtiges? Oder eher nicht? Aber ich möchte gleich mal was ausprobieren, was mir gerade eingefallen ist, weil er so schön auf Conroy reagiert hat. Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Bla bla bla. So, probieren wir es mal aus. Zeigen wir ihm diese schöne Handpuppe. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Oh, ich will die Lunchbox. Steht zu Diensten, Abt Conroy. Oh mein Gott, das war jetzt so ein Glücksgriff, mir egal. Ich hab die Lunchbox. Kann man immer gebrauchen. Okay. Dass es gerade wirklich funktioniert hat, ich kann's nicht glauben. Ich hab das wirklich nur so probiert, weil er gerade so extrem auf Conroy reagiert hat. Und da dachte ich mir einfach mal, okay, probieren wir die Puppe aus.
Und es hat wirklich funktioniert. Ich bin gerade echt baff, ohne Scheiß. Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt auch einen Cut. Immerhin haben wir gerade eine wunderschöne Lunchbox bekommen und einen Minzbonbon. Das ist... Und auch noch den Lavaströmer. Also wir haben wirklich perfekte Ausbeute in diesem Part gemacht. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, machen wir für heute Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Alles klar, bis dahin. Bye, bye.